Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Pro Evolution Soccer 2013. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei GRAPH TV und heute empfangen wir den ersten FC Nürnberg zum Derby in München. Und die Mannschaft scheint sich auch schon drauf zu freuen hier. Beste Voraussetzungen. Die Spieler sind größtenteils gut gelaunt und somit sind eigentlich auch keine Wechsel notwendig. Ich könnte nur den Boateng noch mal eben schnell wieder in die Startaufstellung verfrachten. So, Dante wieder in die Reserve. Obwohl, ich glaube, den könnte man eigentlich gegen Timoschuk tauschen. Der hat ein bisschen mehr Potenzial. Aber im Prinzip ist das auch egal, weil die im Grunde eh nie spielen. So. Jetzt ist aber eigentlich alles in Ordnung hier. Und wir können loslegen. Vielleicht noch kurz eine Info. Eventuell ist es schon dem einen oder anderen aufgefallen. Ich habe ein bisschen was am Design meiner Videos gemacht auf YouTube. Was heißt Design? Ich habe ein paar Bemerkungen hinzugefügt. Und ja, um halt darauf hinzuweisen, einerseits, dass ihr mir jederzeit gerne Kommentare schreiben könnt, wenn ihr möchtet, weil halt doch relativ wenige Kommentare kommen und ich das eigentlich relativ schade finde. Das hilft nämlich eigentlich immer ganz gut, wenn da so ein Kommentar ist, wenn euch irgendwas nicht passt oder sonst was. Das hilft auf jeden Fall mehr als einfach nur einen Daumen runter. Den könnt ihr natürlich auch geben, wenn euch irgendwie das Video nicht gefällt. Aber wäre halt auch nett, wenn ihr mir dann auch sagt, warum das so ist. Dann habe ich nämlich auch die Chance, das zu ändern. Und ansonsten habe ich dann auch noch einen Link hinzugefügt zur Playlist, damit ihr auch schnell und bequem zu den anderen Videos kommt. Ah, Gomez hier das zweite Mal im Abseits. Da hat er ein bisschen gepennt. Ja, das, wenn euch das Design so gefällt, könnt ihr natürlich auch reinschreiben. Oder wenn ihr sagt, da sind viel zu viele Bemerkungen und das nervt oder sowas, schreibt's einfach rein. Ich habe mir halt gedacht, es ist auf jeden Fall besser, als es in jedem Video zu erwähnen, weil ich das eh vergesse. Und das, denke ich mal, noch ein bisschen mehr nervt. So, jetzt Chance für Robben. Sehr guter Distanzschuss, aber auch sehr gut gehalten hier vom Keeper. Und das war es eigentlich dann auch mit der Ankündigung, die ich machen wollte. Und dann kann ich mich jetzt voll ums Spiel kümmern. Hopp. Boateng, sehr offensiv da. Wird voll umgehauen. Jetzt erstmal Einwurf, dann können sich die Jungs erstmal wieder ein bisschen ordnen und auf ihre Positionen zurückgehen. Ah, irgendwie läuft es gerade nicht so. So, Angriff über Ribéry. Gomez, Kroos und ein, oh, ein Schüsschen von der Strafraumlinie
So ein angezirkelter Schuss an die Latte. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass das so gefährlich wird. Ich dachte, der geht eh mal drüber. Aber auf jeden Fall schon die erste gefährliche Chance hier. So, ich glaube, ich wollte oder will schon seit mindestens 5 Let's Plays ein bisschen was an meiner Chancenverwertung tun. Vielleicht schaffe ich es jetzt mal damit anzufangen. Und dann achte ich jetzt einfach mal drauf oder versuche darauf zu achten, nicht bei jeder noch so kleinen Möglichkeit drauf zu ballern. Das ist zwar eigentlich ein ganz erfolgreiches Konzept gewesen bisher, aber ich denke mal, eine bessere Chancenverwertung, daran sollte nichts auszusetzen sein. So, hier schon wieder die nächste Chance vergeben von Ribéry. Da hätte durchaus mehr drin sein können. Und ein ziemlich übles Foul von Kiyotake an Toni Kroos. Hier schräg von hinten rein und eindeutig eine gelbe Karte. So. Wie machen wir das am besten? Ah, schade. Abgefälscht hier der Schuss von Robben. Der hatte schon ein paar km/h drunter. Und jetzt erstmal Ecke. Die kommt auf Gomez. Und der haut das Ding über die Latte. Schade, schade, schade. Das war ganz knapp hier. Und eine weitere vergebene Chance. Ich glaube, dieses Spiel wird das noch nichts mit den mit der Chancenauswertung. So. Nächste Möglichkeit für Mario Gomez und er haut das Ding voll rein. Super gemacht von Gomez. Setzt sich hier gegen zwei Verteidiger durch, die ihn da von links stören. Klose und Antonio. Und schießt dann in die Torhüter-Ecke. Den hätte der hier durchaus haben können. Parkowski sagt mir mal gar nichts. Ja, zu spät reagiert vom Torwart. Schöner harter Schuss von Mario Gomez und das 1:0. Ich hätte jetzt eigentlich fest damit gerechnet, dass das die nächste vergebene Chance wird, weil solche Dinge eigentlich seltener reingehen. Ach, und das Ganze war, glaube ich, jetzt in der 34. Minute oder sowas in der Art. Hab leider nicht drauf geachtet gerade. Und Schweinsteiger, bam, da ist das 2:0. Jetzt geht's los hier. Gomez mit der Vorarbeit setzt sich hier wieder schön durch und passt dann nach innen auf Schweinsteiger. Und der haut das Ding dann rein. Lässt ja auch nochmal schön den Ball durch die Beine laufen, statt anzunehmen. Und ja, der Schuss wird hier auch verdeckt von einem Verteidiger, vom Klose. Und somit in dem Fall nicht allzu viel Schuld beim Torhüter.
Aber auf jeden Fall sehr schön rausgespieltes Tor. Und somit in der 37. oder 38. Minute schon das 2:0 jetzt. Und so kann es von mir aus gerne weitergehen. Ah, der Pass war nichts gerade von Holger Badstuber. Das hätte durchaus schon das 3:0 sein können gerade. Beziehungsweise die Vorbereitung dazu. Aber nicht mit solchen krummen Pässen. Pech hat im Abseits hier. Aber ansonsten wäre das auch kein Problem gewesen. Bisher sehr souverän hinten die Abwehr. So wie man es diese Saison kennt. Und Ribéry. Wunderschön. Diesmal klappt's. Am Torwart vorbeigeschlenzt den Ball. Der dritte Schuss in Folge, den der Torhüter nicht halten kann. Hier auch wieder Klose mit dabei und Antonio, die einfach nur nebenher laufen und Ribéry hier nicht aufhalten können. Ja, und auch dieser Ball relativ nah am Torwart vorbei. Sah von oben ein bisschen mehr Richtung langer Pfosten aus, aber auch der war eigentlich haltbar, ähnlich wie der erste. So, Lahm auf Toni Kroos. Gomez, Ribéry außen. Und der geht jetzt mal ein paar Meter drüber. Es kann nicht immer klappen. Wird hier aber auch gut bearbeitet vom Verteidiger. Und jetzt gleich sollte auch schon der Halbzeitpfiff kommen vom Unparteiischen. Ja, da ist er. 3:0 zur Pause. Ziemlich eindeutiges Ergebnis. Chancenverwertung. Naja. 3 von 8 Schüssen aufs Tor haben den Weg ins Tor gefunden. Mal gucken, wie sich das noch in der zweiten Halbzeit weiterentwickelt. Ballbesitz ist ganz okay mit 54%. Und weiter geht's. Balic auf Klose, Simmons und Kroos hier der Zweikampfsieger. Aber leider kein Ballbesitz. Jetzt aber nach dem Fehlpass. Und dann folgt auch direkt wieder ein Fehlpass von Javi Martinez. So, der Pass war schon um einiges besser hier von Kroos. Und da wurde Gomez in letzter Sekunde noch aufgehalten vom Schuss. Und Kroos haut das Ding mit voller Wucht drüber. Also die nächste vergebene Chance. Groß Kopfballsieger, aber der Ball landet beim Gegner. Nürnberg bisher in der Offensive absolut ungefährlich. Schafft es gar nicht, da irgendwelche Akzente zu setzen. Ganz im Gegensatz zu den Bayern. Schade, hier der Pass gut abgefangen von Klose. So, Pekard gegen Badstuber setzt sich durch. Lahm stoppt ihn dann etwas rüde. Und das könnte gelb geben, gibt es aber anscheinend nicht. Da beschwere ich mich natürlich nicht. Und Vollner haut das Ding drüber. So.
Ich weiß nicht, mein Gefühl sagt mir, das war jetzt der erste Torschuss für Nürnberg. Beziehungsweise nicht Torschuss, aber die erste Chance überhaupt. Robben, sehr stark. Und dann noch der Abschluss. Die erste wirklich gute Parade hier vom Keeper, der den Ball noch so gerade an die Latte lenken kann. Da war ordentlich Dampf drunter unter dem Schuss. Und hier Robben mit dem Kopf, aber das weitaus weniger gefährlich. So. Kroos kriegt den Kopfball wieder und wieder zum Gegner Martinez. Gutes Tackling. Und Lahm schnappt sich hier letztendlich den Ball. So, Martinez schickt Gomez. Der legt ab auf Kroos. Und aus der zweiten Reihe. Da hätte ich eventuell noch ein paar Meter laufen können oder müssen. Da war eigentlich schon von vornherein abzusehen, dass das kein Tor werden kann. Ribéry auf Kroos und Kroos macht das Ding. Ganz abgeklärt. Wunderschön. Vorbeigeschlenzt am Torwart. So einfach kann das gehen hier. Ähnlich wie schon das Tor von Schweinsteiger. Von außen in die Mitte gepasst und dann drauf geschossen. Und Antonio ist es hier, der hier ja, so halbwegs getunnelt wird. Und in dem Fall auch keine Schuld beim Torwart. 4 zu 0. In der 63. Minute. Martinez sehr stark im Tackling hier. Immer noch im Ballbesitz. Tunnelt den, ich glaube Klose war's. Ja. Robben. Bumm. Jetzt sitzt er mal. Arjen Robben mit dem 5-0. Hat er sich auch redlich verdient, nachdem er schon den einen oder anderen gefährlichen Schuss auf das Nürnberger Tor abgelassen hat. Hier jetzt. Und in dem Fall hat der Keeper auch keine Chance. Der Ball wäre fast durchs Netz gegangen. 5 zu 0. Langsam wird es echt hart für die Nürnberger. 66. Minute. Und Ribéry holt sich hier schon wieder den Ball. Oh. Frustfoul von Klose, der dafür auch gelb sieht. Vollkommen zu Recht. Gomez ist noch nicht mal am Ball angekommen und liegt schon auf dem Boden. So, Schweini auf Gomez. Und der haut hier fast das 6-0 rein. Gut gehalten hier. Und Eckball für Bayern. Javi Martinez legt ab auf Schweinsteiger. Der versucht es aus der Distanz, aber kommt nicht durch. Und Martinez dann mit dem Nachschuss neben den Pfosten. Und inzwischen ist es, denke ich mal, wieder an der Zeit zu wechseln. Mario Mandzukic ersetzt Mario Gomez. Und Shaqiri ersetzt Arjen Robben, der eigentlich einen sehr guten Tag hat, aber dem inzwischen auch ein bisschen die Puste ausgeht hier. Und
Ansonsten sind eigentlich keine Wechsel notwendig. Aber ich denke mal, ich bringe einfach jetzt trotzdem mal den Müller noch rein für Toni Kroos. Zu befürchten gibt es hier in dem Spiel, glaube ich, nichts mehr. So, auch dieser Angriff von Nürnberg endet noch weit vom Tor entfernt und dieser Angriff von mir endet mit Abseits und somit war es das dann für Gomez, Robben und Toni Kroos in diesem Spiel. Müllers erste Aktion, Ballverlust. Plattenhardt gegen Shaqiri. Mandzukic sehr stark, wie man ihn kennt. Einer der besten Verteidiger beim Rekordmeister. Und das als Stürmer. Okay, da wollte Ribéry irgendwie nicht zum Ball gehen, habe ich das Gefühl. Simmons, halb abgefangen von Schweinsteiger. Und jetzt haben sie sich den Ball geholt. Wo, was für ein Pass. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich wollte ihn eigentlich nur ein paar Meter spielen. Das ist die Passkorrektur von Konami. Die schießt teilweise übers Ziel hinaus. Shaqiri versucht den Pass auf Mandzukic, wird dabei gefoult. Und somit jetzt Freistoß. Flanke kommt auf Müller. Der kann ablegen auf Ribéry. Und das war ein guter Schuss aus der Distanz von Franck Ribéry. Und ich konnte jetzt nicht sehen, ob der pariert war oder ob der. Ja, der war sogar noch nicht mal drüber oder daneben, sondern gehalten vom Torwart. Bart Stuber holt sich hier schon an der Mittellinie die Bälle von den gegnerischen Stürmern ab. Das sagt, glaube ich, auch alles über die Stürmerleistung beim FC Nürnberg aus heute. Mack gegen Boateng. Balic, Simmons mit dem langen Ball auf Pekka Kiyotake. Und da war es das auch schon wieder. Fast. Freistoß hier für die Aktion. Und eventuell dann der zweite Torschuss. Ja. Das wurde anscheinend als Pass gewertet. Mandzukic gegen Plattenhardt holt hier den Freistoß raus, in einer durchaus vielversprechenden Position. Und ich glaube, ich versuche es einfach mal direkt hier. Ah, zu lasch. Wenigstens aufs Tor, aber keine Gefahr. Gebhardt, Pekhardt und Ballverlust. Ribéry auf Thomas Müller, super Pass. Oh, und eine klasse Parade. Langer Ball auf Mack, der landet aber im Aus. Die kriegen hier echt gar nichts auf die Kette. Und dann ist das Spiel auch vorbei. 5-0 der Endstand. Ziemlich klarer Sieg. Aber wieder waren 16 Torchancen, Torschüsse vonnöten. Und 24 Chancen. Das ist immer noch ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Da ist Verbesserungspotenzial. Aber in der Defensive
kann man sich nicht beschweren. Zwei Schüsse, einer aufs Tor, da hatte ich ganz gut mitgezählt, glaube ich. Ja, Spielerbewertung. Franck Ribéry ist der Spieler des Spiels. Bisschen überraschend, finde ich. Also für mich war er es nicht. Vielleicht ist er mir auch einfach nur nicht so sehr aufgefallen. Bei den Nürnbergern besten Spieler Klose und Antonio, die allerdings bei den Toren immer ein bisschen zu spät kamen. Und der schlechteste Kiyotake, sowie eigentlich auch der gesamte Sturm und der Torwart. So. Dann schauen wir mal die restlichen Ergebnisse an. Die fallen relativ üblich aus. 1-0 für Mainz gegen Freiburg. 2-1 Schalke gegen Wolfsburg. Hoffenheim gewinnt 1-0 gegen Greuther Fürth. Augsburg verliert zu Hause 2-0 gegen Hamburg. Gladbach gewinnt 1-0 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Fortuna Düsseldorf gewinnt 1-0 gegen Bayer Leverkusen. Hannover 96 gewinnt 1-0 gegen Stuttgart. Und Dortmund setzt sich gegen Werder Bremen mit 1-0 durch. So, die Tabelle bleibt bis zum 5. Platz gleich. Darunter Hannover und Hamburg, die sich dann diesen Spieltag hochkämpfen konnten auf die Europa League Plätze. Und im Tabellenkeller hat sich auch nichts getan, lediglich das Mittelfeld hat sich ein bisschen bewegt an diesem Spieltag. Und wir haben wieder ein bisschen Geld eingenommen. So, das nächste Spiel ist dann gegen den FC Malaga, genau, ja. Champions League Gruppenphase, in der wir uns allerdings auch schon sicher qualifiziert haben im letzten Spiel gegen Milan. Ja, dann war's das für heute erstmal wieder und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.